Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es passend zur Weihnachtszeit bei mir Kokosmakronen. Und zwar mache ich die nach einem Rezept aus dem Grundkochbuch, aber ich ersetze das Eiweiß durch Kichererbsenwasser. Das heißt, die sind damit vegan und man kann Kichererbsenabtropfwasser wunderbar als Eiweißersatz nehmen, um Eischnee zu machen. Und das zeige ich euch heute, wie das geht. So, wir legen los. Und zwar, ich habe mir das Rezept in meine Backenliste gezogen, im Rezeptportal. Und habe es jetzt hier schon angewählt. Und ihr braucht dafür 4 Eiweiß. Das entspricht einem Glas Abtropfwasser von Kichererbsen. Zitronensaft, Zucker und Kokosraspeln. Und das war's auch schon. Dann legen wir los. Das Rezept ist schon angewählt. Also Backofen auf 150 Grad vorheizen. Habe ich schon gemacht. Dann 2 Backbleche mit Backpapier belegen. Habe ich auch schon gemacht. Und dann den Rühraufsatz einsetzen. Und jetzt kommen die 4 Eiweiß. Aber ich muss jetzt erstmal das Abtropfwasser hier reinmachen. Deswegen tue ich den Skatköpfchen rein und fülle mein Kichererbsen jetzt hier rein. So, füllen wir aus. So, Rühraufsatz. Und jetzt geht's los. 1 Teelöffel Zitronensaft. Und dann nehme ich noch einen halben Teelöffel Weinsteinbackpulver. Es geht auch normales Backpulver. Messbecher in den Mixverbund einsetzen. Und wähle auf Stufe 3,5. So, weiter. Rühraufsatz entfernen. Das machen wir. Oh, guckt euch das mal an, wie gut das aussieht. Hallo Baby. Oh, komm zu Mama. Schmeckt zitronig, ist auch gar kein Zucker drin. Okay, weiter geht's. Rühraufsatz entfernen. 180 Gramm Zucker. In den Mixerkessel einsetzen, das machen wir. Und weiter. 4 Minuten, 37 Grad, Stufe 2,5. Fertig. So. Und weiter. Mit dem Spatel nach unten schieben. Machen wir. Weiter. 200 Gramm Kokosraspeln. Deckel drauf und weiter. Eine Minute, wähle auf Stufe 2,5 drehen. So, fertig. Klicken Sie auf Weiter, weiter. Mit einem Teelöffel kleine Portionen von der Kokosmasse abstechen und auf die vorbereiteten Backbleche setzen. So, ich habe jetzt unvorbereitet, wie ich bin, natürlich keine Backumladen. Ich mache es einfach ohne. So, und dann ab damit in den Ofen bei 150 Grad für 20 bis 25 Minuten. Tada! Meine Kokosmakronen sind fertig. Hallo Baby! Ha, ha, heiß. Hi. Lecker! Süß, ich glaube, das nächste Mal nehme ich weniger Zucker. Aber sehr gut. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich würde mich sehr freuen und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit und sage Tschüss, bis bald, eure Marlen. Wie ihr seht, man kann auch ohne Eiweiß Kokosmakronen und sämtliche anderen Sachen machen. Wenn ihr noch mehr Informationen möchtet, hier findet ihr noch ein Video zu Aquafaba, zu Eischnee aus Kichererbsen. Und hier verlinke ich euch mein Video zum Cookie, was ich letztens gemacht habe. Zur Nutzung im Alltag, wie ihr den einbinden könnt, Organisation mit dem Rezeptportal und so weiter. Und wie ihr euch die Sachen auf den Thermomix direkt draufspielt, um direkt hier loszukochen.